Wir sind wieder zurück bei Ego. Oh nee, Ego. Bei Ego. Ego. Willkommen zurück bei Ego. Ego. Wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte die Ecke hier machen. Alles klar. Die Ecke? Die Ecke. So. Okay, oh, Bäume der Baum ist aber... Hier ist gerade noch ein neues Bäumchen gewachsen. Die sind aber schon ein bisschen gewachsen hier, oder? Die hier weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sehen die immer so aus? Ich habe keine Ahnung. Also wir haben jetzt ein kleines Päuschen gemacht gerade, ne? Also so ein bisschen. Tobi musste Hunde rauslassen. Ich musste den Hunger rauslassen. Wie es halt so ist. Oh, warte mal. Ich weiß nicht, ob die gewachsen sind. Kann ich dir nicht sagen. Hey, dieser Baum hier ist schon wieder hier. Alter, das gibt's doch gar nicht. Hat der kein Zuhause? Blödes Ding. Was soll das? Das ist wie so eine Kletter einfach. Keiner will ihn haben. Boah, diese widerlichen Bäume, die sollen sich hier gefälligst in Reihe und Glied aufstellen, wie wir das von denen verlangen. Ja. So. Und schneller wachsen, damit wir endlich Holz haben, Mann. Richtig. Wir zwängen der Natur unseren Willen auf, Tobi. So machen wir's. Ja, anders geht's ja auch nicht. Die Natur versteht ja sonst, die Natur ist im Grunde genommen, ist die Natur dumm. Ja, ist ja so. Die hat ja keine Checkung von dem, was sie macht, ne, also... Nee, ist einfach dumm. So. So, was wollte ich denn jetzt? Ach, die Ecke wollte ich machen, richtig. Und wir können der Natur unsere Learnings angedeihen lassen. Oh Gott. Ja, das können wir. Das ist so widerlich, Alter. Huch. Moin. Was? Ich schaufel dir hier gerade deine Mine wieder frei. Ah, cool. Warte, ich bringe den Karren. Da schaufel ich hier mal mit. Ist das die Kati? Was? Kati? Karren? Ach, Karrenberger, oder was? Bauer. Ah ja, ich kenne mich bei Promis nicht so aus wie du, Tobi, leider. Ah, da habe ich auch noch ein Stück reingeschissen. Ja, sorry. Sag mal, Tobi? Hey, wieso kommt man hier nicht lang? Ach so, nee, wir hätten das die Erde hier unten gar nicht wegmachen sollen, ne? Warte mal ganz kurz. Ach, jetzt. So. So. Mhm. So, und hier so ein Zweierding und dann kann man ja theoretisch weiter noch nach unten, ne? Also da weiß ich, ob da einen Karren braucht nach unten, das weiß ich nicht. Ich wollte gerade nochmal schauen, ob wir den Mineneingang hier vielleicht einen versetzen, dann kann ich die Ecke oben besser ausbauen. Ich weiß nicht genau, was du meinst, aber es hört sich gut an. Ich versetze das hier gerade mal. Einmal so. Ja. Und einmal. So. Ja, ganz hervorragend. I do that, because... jetzt muss ich warten, bis der Karren dann weg ist, sonst rollt er jetzt von dannen. Okay, warte. Das haben wir gleich, Tobi, das haben wir gleich. Sicherlich. Huch. Jetzt wollte ich hier gerade die Wand korrigieren, aber im Grunde genommen brauche ich ja nichts korrigieren. Boah, ist schon geil mit dem Karren, dass man den Zünder mit den Rampen und so, dass man das jetzt immer mitnehmen kann. Ach man, das Spiel ist so geil! Das Spiel ist so gut, ja. Das stimmt. Ja, das ist leider... Das Problem ist, ich könnte mich echt die ganze Nacht dran festsuchten. Vielleicht müssen wir zwei Aufnahmesessions in der Woche machen. Ja, aber wie sollen die Folgen raushauen? Egal, haben halt vorproduziert. So, ja, alles schon so 2020 so... Boah. Ja, was erzählen wir dann am Montag im Stream so, ja, bei uns ist der Meteorit schon runtergekommen. Gerade bei Folge 20 so, weißt du? 365 Tage... Alter. Boah. So. Zack. Eigentlich kann ich den noch jetzt. Kann ich den nicht trotzdem hier mit reinnehmen schon mal? Ich mach hier mal zu. Warte, bevor der da reinrutscht. Das Loch hier. Okay. Okay, krass. Die Erde rutscht tatsächlich runter. Oh, der Wagen ist schon voll. Alles klar, vergiss es. Guck mal hier, wenn ich die Erde hier hinsetze. Ja. Hier, pass auf. Flupp. Hä? Die rutschen nach unten durch. Oh, also fällt... Oh, das heißt, ist das aber nicht gefährlich mit der Mine, die wir hier machen quasi dann? Nee, Quatsch. Glaube ich nicht. Ah gut, das wird schon gehen halt, ne? Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Ich habe nur ein bisschen Angst. Dann sind wir hier unten verschollen einfach. So, und wir brauchen auf jeden Fall noch das Licht in der Mine. Ach, die Fackel ist ausgegangen, deswegen. Ja, ich muss diese Ecke auf jeden Fall noch machen. So, ich hing nur an der Fackel fest. Oh. Vielleicht kann man das hier noch ein bisschen... So, ein Bison. Guten Tag, Herr Bison. So, wenn der hier die Bäume anknabbert, Tobi, ich dreh durch. Box den einfach. Mach ich dann auch. Krieg ich noch Jägerskills. So. Zack, zack.
Es ist sehr dunkel hier, alles in allem. Aber geworden ist? Alter, selber, ich guck mal, kann man die Fackel irgendwie befeuern? Kann ich in die Fackel nicht einfach Kohle schmeißen? Nee, leider nicht. Der braucht irgendwie, der braucht Torches in der Fackel, um zu funktionieren. Ist ganz komisch. Das ist aber doof. Ja, ganz komisch. Ah, ist aber Schrottspiel. Ja, ist viel zu realistisch. Was soll die Scheiße? Finde ich echt lame. Von denen. Ja, ich soll mal ein richtiges Spiel programmieren. Nicht so ein Kinderquatsch mit Michael hier. ich mach mal diesen Baum hier weg, ne? Achso. So, tut mir echt leid, aber der musste leider. So, dann hol ich noch eine Schaufel Erde. Hallo! Oh, hi! Das hier nehme ich mal mit. So, jopp, dankeschön. Ja. Aber du machst jetzt irgendwie alles neu da, ne? Damit es richtig schön aussieht und so. Ja. Geil. Sehr geil. Ich habe immer noch Angst, ich weiß nicht so richtig, ob die Baumfarm funktioniert und vor allen Dingen weiß ich auch nicht, ob die Bäume hier wachsen, ob man da nicht auch was beachten muss. Ja. So. Ich kann not place it here, weißt du, Erik? Das passiert mir oft. Tobi, wir müssen mal darüber reden, was du placen kannst und was nicht. Du darfst da keine Placements machen, wenn du die entsprechenden Hashtags setzt. Oh, das stimmt, das darf man natürlich nicht vergessen. Sonst ist das Schleichplacement. Okay, da komme ich. So wie Schleiching Uwe. Ja, aber genau so. Also, Schleiching Uwe. Oh. Oh nein. Na los. Mit Gewalt geht alles, Tobi. Mit Gewalt geht alles. Ein Zaun wäre echt schön. Ja, ne? Boah, und die Baumfarm sieht von oben irgendwie auch cool aus. Ich finde das irgendwie schön. Ich wünschte nur, man könnte überall Fackeln aufstellen, die ewig brennen würden, aber... Ja, gut, man kann mit Licht wahrscheinlich irgendwie, oder? Kann man mit Licht irgendwann arbeiten, dass es wie so mit Straßenlaternen gibt? Ja, das gibt's 100 pro. Okay. Kannst wahrscheinlich auch noch Strom herstellen, aber dann entweder auch Solar, ne? Also, wahrscheinlich kannst du auch ein Kohlebergwerk machen, aber ob wir das machen wollen, ist fraglich. Ich weiß noch nicht, Tobi. Wollen wir? Auf jeden Fall. Wo muss das Licht doch herkommen? Ja gut, das stimmt. Hast du schon recht. Jetzt weiß ich noch nicht, ob das gut ist, aber es müsste eigentlich. So. Okay, ich habe noch Erde. Für Erde würde ich gerne einen eigenen Stack machen. Vielleicht baue ich mir noch einen. Damit wir da nicht... Ne, damit wir genug Platz haben für alles. Ja. Ja. So, wo haben wir denn Dirt? Oh, Dirt Ramp. Kann ich auch basteln? Nee. Crafted Ed? Doch, Dirt. Hä, wieso? Doch, du hast ja das Buch vorhin gehabt. Ach so. Das meinten ja, die Herrschaften. Das meinen die Zuschauer bestimmt nicht verskillen, weil es ist ja Schwachsinn, wenn wir das zweimal machen. Ich kann dir das Buch ja auch einfach geben dann. Weißt? Ja, ich glaube, das Verskillen ist eher so auf die Skillpunkte bezogen, oder? Oh, ich habe 21 Skillpunkte. Ja, aber ja. Es reicht ja einer, der das quasi skillt und dann können das beide quasi bauen, so. Ja, genau. So, weil sonst macht es ja auch keinen Sinn. Ja. Kerzen kann man bauen aus Tierfett, aber das will ich natürlich nicht machen. Ich brauche nochmal einen Stockpile. 5 Holz. Okay, warte. Da steht ein gruseliger Mann in meinem Garten. Hi. Guck mal, 5 Holz. Ich muss da irgendwie... Wieso muss ich... Ich muss die 5 Holz doch gar nicht holen. Ich muss doch nur das Storage anschließen, oder? So, Campfire, Lager, Erde, hier. Na gut, ist jetzt nicht mehr Erde. Jo. Läuft. Sieht schon geil aus hier unten, ne? Was, wenn du mal überlegst, wie das am Anfang auch bei der Aufnahme hier aussah. Ja, das stimmt. Also wir haben schon ein bisschen was geschafft heute, also generell. Ja, also muss ich jetzt auch mal... Kann man sich auch mal auf die Schulter klopfen. Da kann man sich aber gegenseitig mal die Baumrinde reiben. Das hätte ich eh vorgeschlagen. ja, warte mal, fertig. Ich esse mal in der Zwischenzeit was. Ja, gönn dir mal was. Ich verzweifle hier wieder mit so einem komischen Dingens. Balance Multiplier, Base Gain. Base Gain. Jetzt bin ich bei 38 minus... Ach, weißt du was. Plus 0,43. Hier ist wieder 0.
0,01. Minus 0,07. Ich bräuchte Fett und Carbs. Fett habe ich dir, glaube ich, in deine Kiste gelegt. Ja, aber ich brauche Carbs noch dazu. Habe ich nicht. Fett und Carbs, da muss doch was da sein. Carbs und Proteine. Aber nur Carbs. Ist auch Minus. Weißt du was? Ist mir egal, mit deinem scheiß Rumgeskille da unten. So, ich achte da jetzt nicht mehr so. Also ich muss natürlich ein bisschen drauf achten, aber nicht mehr minutiös. So, wo hat das denn reingepackt, das Ding? Hat doch bestimmt wieder irgendwo eingelagert, oder? Was kann man bei einem Store machen? Da kannst du Sachen reinpacken und ich kann die dir dann abkaufen, sozusagen. Ah, okay. Aber die kauft nicht der Computer oder so, das geht nicht. Nee, leider nicht. Weil wer soll das hier kaufen? Das macht ja gar keinen Sinn. Die Tiere? Die Natur? Die Tiere des Waldes. Ah, hier ist der Stockpile. Im Kühlschrank gelandet, okay. So. Dann place ich den mal. Und da packe ich dann immer erstmal Erde drauf, damit wir nicht immer irgendwo anbauen müssen. Kann man da erstmal... Herr Hirsch, ich brauche leider die Fläche hier hinten. Huch. Ist das richtig? Ich glaube, hier müsste es richtig sein. Can't place there, blocked. Hä? Wo ist denn hier? Hä, hier ist doch nicht geblockt. Was soll denn hier geblockt sein? Boah, dass man nachts auch kaum was sieht, ne? Das hat die Natur aber auch echt scheiße gemacht. Ja, das stimmt. Da müssten wir echt mal auch ein bisschen optimieren. Ich bräuchte ein Holz. Hast du ein Holz? Okay. Ja, bei mir auf dem Dingens, da ist noch Holz. Ich wollte jetzt gerade, weil ich in Baumfällen gehe, aber nicht für ein Holz. Das ist irgendwie Schwachsinn. Huch, hä, was war das denn? Alter, der eine Baum hier bei dir ist schon voll hoch. Hä? Am Haus der. Warte, ich komm mal kurz rum. Ja, wachsende Bäume. Das dauert normalerweise immer, bis die wachsen. Der ist es nicht. Welcher denn? Der hier, oder? Den haben wir doch auch gepflanzt gehabt, wo ich gerade dran stehe. Achso, nee, der ist noch verletzte Mal. Ja, hat wir den nicht selber gepflanzt gehabt? Nee, der ist von alleine da erschienen und wir haben beschlossen, der bleibt da erstmal. Achso. Okay. Aus irgendeinem Grund haben wir das beschlossen. Ich weiß auch nicht mehr so recht, warum. Gut, das kann man aber noch ändern, oder? Ja, klar, schon. Aber von dem Moment ist schon mal schön. Ja, gut. Was sagst du? Ist schön, wenn er da ist, wie ein alter Freund. Sag mal, Büffel, was ist los? Hier wohnen jetzt Menschen. Wo ist der Büffel? Oh, hier ist aber jetzt schön geworden auch. Mit der Ecke. Sieht besser aus, ne? Ja. Und jetzt kann man hier direkt runter. Das ist ja ein Traum. Ja, ganz, das ist echt toll. Da kann ich ja erstmal hier auch wieder... So, brauche ich zwar momentan nicht, aber ich will die Mine natürlich sauber halten. Ding, 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 ding. So, zack. So, Stein haben wir auch, weiß Gott, mehr als genug, aber ding, ding, ding. So. Ding, ding. Ding, 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 ding. So. Wir bräuchten echt noch ein bisschen... Was kann man denn... Was gibt's nicht irgendwelche selbstleuchtenden Sachen, die man hier in der Höhle aufhängen kann? Nee, ich glaube nicht. Hm. Ärgerlich. So. Gehen die Fackeln denn tagsüber alleine wieder aus? Nee, überhaupt nicht. Echt nicht? Ja, ganz... Wie soll die Fackel das denn können? Hast du schon mal eine Fackel gesehen, die sagt, oh, es ist Tag, gute Nacht? So. Ja, gut, keine aber, Fackel. Aber es hätte ja sein können. Ich meine, das ist ja immer noch ein Spiel, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, gut, aber überleg mal, das ist ein Spiel, das die Gegend heißer macht, wenn du Bäume fällst. Und das irgendwie, glaube ich, auch Nährwerte im Boden hat. Wir müssen mal gucken, was so ein Messgerät machen kann für Nährwerte vom Boden. Das wäre auch nochmal ganz interessant. Hm. Und ich habe das Gefühl, wir sollten hier auch in unserer kleinen Höhle, die wir hier machen, sollte man trotzdem ab und zu die Erde abstützen oben. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass sie sonst irgendwann runterfällt. Quatsch. Meinst du nicht? Ja, ich weiß, sicher bin ich mir noch nicht. Aber warte mal, ich kann ja... Hm,
La 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 la. Da. Das fülle ich dann einfach mit Erde auf. Ich weiß nicht, ob das irgendwie wertvoll ist. Tobi, ich habe Gold gesammelt unten in der Mine. Ich habe eine Goldader gefunden. Oh, cool. Ja. Der Krieg beginnt. Hä, die Bäume sind auch schon gewachsen. War ein Witz. Oh, geil. Ich komm sofort mit der Axt. Tobi? Wie das aussieht. Was denn? Du da läufst. Du hängst fest, oder? Ja, ja. Kannst du hier vielleicht noch ein Stück Straße hin machen, weil hier kommt man immer nie rüber. Ja. Hier ist so eine Lücke, da kommt man irgendwie nie durch. Ja, warte. Nur ein Stück Kerl. Ja, perfekt. Ja, geil. Nice. Endlich. Schön. Ich freue mich. Ich kann auch noch eine Straße zu deinem Haus und zu meinem Haus machen. Würde auch gehen. Ich bin mir unschlüssig, ob ich es nicht lieber so, ob ich es nicht ja, so lieber mache. Deswegen habe ich es auch noch nicht gemacht, weil das irgendwie schon cooler ist so. Ja, ist halt schön. Auf der anderen Seite ist Industrie nicht schön. Aber effizient. Mein Idol ist Henry Ford. So, Gold. Ich pack das Gold mal da drüben hin. Dann haben wir ein bisschen wegsortiert. So. Eigentlich sollte ich für Rohstoffe auch noch so einen eigenen Storage Space machen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe dann wieder 10 Lageretagen, wenn das weiter so geht. Ja, ich meine, vielleicht wäre es geiler, wenn wir das unter Tage machen, ist auch scheiße irgendwie, ne? Ich weiß es nicht, Tobi. Ja, unter Tage kann man es schon machen, aber da musst du halt immer wieder hin. Das ist so ein bisschen so, Ja, und unsere Häuser würde ich vielleicht nicht eher untergraben, bis wir wissen, was, ob das einstürzen kann. Ja, das macht ist auf jeden Fall Sinn. Stell dir mal vor, Alter. Das wäre nicht so schön. Nee. So, zack. So, zack. Okay. Gut, dann habe ich noch Kohle. Aber ansonsten, das sieht schon mal ganz gut aus. Ist schon mal ein bisschen getrennt hier optisch. Die Kohle sieht auch ein bisschen scheiße aus. Die Kohle kann man bestimmt gut unter Tage irgendwo hinballern. So, Stein. Ach, ich mach das mal anders. Ich habe das Gefühl, ich muss meine Lager doch noch ein bisschen nach unten setzen. 2 Etagen zumindest. Du meinst, weil sie bald sonst höher als dein Haus sind? Ich weiß nicht, was du meinst. Okay. Okay, 10 Erde. Ach, kann ich die jetzt nicht einfach runterziehen? Geht das, wenn ich die jetzt hier so hinnehme und dann mit dem Mausrad scrolle und dann sage, okay, Stockpile. Da. Okay, nee, das ist umständlicher als... Ja, komm. Erde. Da. So. Di. 16 Stein. Woodworking hast du geskillt, ne? Ich glaube ja, kommt mir sehr bekannt vor. Okay. Ich glaube, da bin ich dein Man, Tobi. Da bin ich ein Man. Ja, geil. So, flups. Oh Gott, wenn die ganzen Materialien hier eingeschmolzen werden, das wird furchtbar. Ich weiß nicht, ob das viele Materialien sind, die wir gesammelt haben. Es kommt mir viel vor, aber ich habe das Gefühl, so bei dem, was man so braucht, ist es alles noch relativ wenig, was wir haben. Ja. Da sagst du was. Ich würde gerne wissen, wie lange die Bäume brauchen. Bestimmt ein paar Outgame-Tage, oder? Ich denke mal auch, dass also so. Ich hoffe mal, ja, wobei, eine Woche wird das nicht dauern, oder?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, nee, der eine Baum ist ja gewachsen. Wir haben in der letzten Aufnahme ist er gespawnt und dann war er jetzt in dieser Aufnahme schon da. Also, ich glaube schon, dass da was geht. Wieso sammle ich gerade Gold? Es macht gar keinen Sinn. Aber ich dachte, wenn man schon mal dabei ist, damit wenn hast, ja schon mal Gold Erik, ist. Damit du es hast. Furchtbar. Und stell mal vor, wir kommen dann in diese Situation, oh Mann, wenn wir jetzt nur genug Gold hätten, hätte nur jemand schon vorher genug Gold gesammelt in dieser Mine, wo sie es gerade schon ergeben hat. Frage ist, wann werden wir Gold brauchen? Wir sind Menschen, Tobi. Wir brauchen immer Gold. So, lalalala. Ich habe nicht enough Stone? Ach, das ist aber ein Witz, oder? Tobi, wenn du Stone brauchst, ich habe hier unten gerade neuen geholt. Komm mal. So, als hätte ich es gewusst. Nimm dir einfach aus dem Wagen, was du brauchst. Geil. Und Kohle ist hier übrigens auch. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte die Kohle auch gar nicht abmachen. Ach, naja, wenn sie halt schon mal da ist. So. Okay, ist schon voll. 57 Kilo, Alter. Das bisschen Gold kann doch nicht so viel wiegen. Also gutes Gold, ne? Ja, hochkarätig. So. Waren wir nicht eigentlich am Anfang von der Aufnahmesession, wollten wir da nicht eigentlich ein Aquädukt bauen? Ja, und darauf hinbauen, dass wir unsere Häuser aus Stein bauen können? Ja, das hatte ich ja versucht und dann fehlte irgendwas, glaube ich, vor ein paar Folgen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es war irgendwas Essentielles. Okay, okay. Hallo? Ich weiß nicht mehr, was es war, Tobi. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich muss da gleich nochmal gucken, aber ich will die Häuser ja gar nicht aus Stein bauen. Ich wollte eigentlich ein Aquädukt aus Stein bauen. Ich bin mit dem Holzhaus zufrieden. Es ist halt ein bisschen blöd, dass wir das nicht erweitern können, ne? Weil es halt so viel Holz kostet. Ja, genau. Das ist das Problem. So, zack. Wir haben hier 19 Gold, kann man mal. Das kann man mal hier eben. Und ich weiß auch noch nicht, ob das viel ist oder wenig. Nein. So. So. Die. Und ja, gut, Kohle. Ich weiß nicht genau, wofür, wann wir die brauchen werden. Brauchen wir einen zweiten Wagen? Nö, ne? Weiß ich nicht. Okay. Also, schaden kann es nie. Also wenn wir unterschiedliche Sachen gerade machen, vielleicht ganz praktisch, wenn jeder so sein eigenes Wägelchen hat. Nicht, weil ich Gütertrennung von dir verlange, sondern einfach nur, damit man unabhängig voneinander ist. Wenn ich gerade Erde hole hier für die Neverendings. Warum mache ich das eigentlich gerade? Okay, komm, ich mach's zumindest mal zu Ende. Ich weiß nicht genau, warum ich es mache, aber ich mach's zu Ende. In irgendwas muss man da konsequent sein. Danach würde ich gerne mal versuchen, ein bisschen Holz habe ich ja noch. Ich würde gerne mal gucken, ob das, ich habe in den Kommentaren gelesen, wenn man sich Möbel fürs Haus baut oder generell, wenn man ein schönes Haus hat mit Zimmern für verschiedene Zwecke und sowas und auch mit Möbeln, dann steigern sich auch die Skillpoints, die man erhält. Ah, okay. Okay. Das wäre schon mal sehr interessant. Ne, finde ich auch. So, gut. Ding, 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 ding. So, ein bisschen Gold hier. Was ist hier los? So. So. Jolt, Jolt, Jolt. Jolt. Guck, man kann sich ein Holzbett bauen. Wir müssen nur gucken, wo wir die natürlich alle hinstellen. Das wird ein bisschen problematisch. Ja, das stimmt. So, 2, 3, 4, da. So.
Oh nein, ich bin too hungry zum Wirken. Tobi? Ja? Hast du da etwa gerade einen Baum gefällt? Ja, aber weit weg. Alter, wie laut schreist du, dass ich das bis hier höre? Ja, ich habe ein ziemlich lautes Organ, Erik. Das ist mir aufgefallen. Huch, ist schon voll? 25 Gold, mehr geht nicht, alles klar. Geil, da kann man so richtig geile Ringe draus schmieden, um einfach zu zeigen, wie cool wir sind. Oh, leck mich am Arsch. You are too hungry to pull this small woodcart. Oh. Aber 20 Gold so mitnehmen geht. Weißt du was, dann nehme ich jetzt eben nochmal schnell 20 Gold so mit. Macht schon Sinn, Erik. Macht die schon wiegen Sinn. Ja auch nur 500 Kilo oder so, keine Ahnung. So hier, zack. Nehme ich die einfach so. Trage ich einfach so, kurz mal auf dem Rücken. Liebe Baumplantage, bitte, bitte wachs. Ich hoffe, die gehen nicht ein. Ich hoffe, die gehen nicht ein. Ich weiß, man muss irgendwie den Boden messen und gucken, was für Mineralien und wie die befeuchtet sind und tralala. Aber da der Baum hier gewachsen ist, hoffe ich einfach, dass unsere selbstgepflanzten vielleicht auch irgendwie auf irgendeine magische Art und Weise. Es wäre so schön. Tobi, es wäre so schön. Ja, wäre ja irgendwie ein bisschen assi, wenn das nicht gehen würde. Ja, also ich weiß es natürlich nicht. Ich meine, wir kümmern uns ja um die Natur, ne? Ja, so ist es ja. Endlich sagt's mal jemand. Ich hoffe nur, also ich weiß nicht genau, ob wir überhaupt Gold brauchen werden, weil ich weiß nicht, wofür es gut ist. Vielleicht später als für Leitungsplatinen oder so. Essen. Ich würde gern wieder gebackene Bohnen essen, verdammt. Die fand ich immer lecker. Können wir mal auf Bohnensuche gehen. So. 40,2. 40,5. Alles klar. Lecker. Dann würde ich sagen, ich mache noch mal ein paar gebratene Tomaten. Ich ernte noch mal ein paar Tomaten von unserem Feld in der stillen Hoffnung, dass die Pflanzen nicht braun werden. Pick up. Oh, lecker. Oh, wieder unten aber steht, this plant is dead. Das ist traurig. Weißt du, was auch echt dead ist? Unsere Zeit. Warte, warte. Lass mich die Tomaten gerade mal eben machen. Tomaten. Übrigens danke ich dir, dass du immer so ein bisschen ein Auge auf der Zeit hast, weil ich kann das ja gerade nicht machen. Ja, ich muss dringend das iPad wieder anschließen hier. So. Hä? Wo sind die Tomaten, die ich gesammelt habe? Oder waren die alle tot? Nee, die waren noch grün. Nee, ein paar waren dabei noch, die waren gut. Ja, aber ich habe keine Tomaten gesammelt gerade, auch keine Seeds und nichts. Oh. Aber die waren noch grün. Enttäuschend. Hier steht, this plant is dead, bei den Grünen aber doch nicht. Hä? Ich... Aber Erik, irgendwann wirst du auch mal ein guter Bauer. Und dann ist er der Bauer. Der Autobauer. So, wenn ich diese Tomaten hier mitnehme, ich glaube, ich habe die Pflanzen rausgerissen komplett. Ne, hier kriege ich 3 Tomaten bei der Pflanze. Oh, nice. Aber keine Samen. Okay. Fuck, wir brauchen echt ein Aquädukt. Aber ich weiß noch nicht genau, von wo. Da müssen wir ein bisschen erkunden, aber um Aquädukt zu bauen, brauchen wir noch Stein und sowas. Hier ist generell alles trocken, auch in den Bäumen ist hier alles trocken. Das war vorher alles grün, das war eine Oase. Eine Oase war das. Oase. Oase. Und jetzt ist es aber noch eine Wüste. Aber das würde auch theoretisch gesehen schon gehen, wenn wir hier einfach so ein Wasserrad hinbauen und dann das Aquädukt da hochfließen lassen. Das müsste eigentlich gehen. Naja, aber du musst ein Aquädukt erstmal hochfließen lassen. Wie kannst du ein Wasser nach oben fließen lassen? Bist du Jesus? Dann mach doch deinen Scheiß alleine. Nee, ich sag ja nur, wie sag mir einfach, wie du es machen willst. Ja, tschüss, bis zur nächsten Folge. Tobi, Wasser nach oben. Mach's gut. Wo ist denn da die Logik der Physik, ciao. Tobi? Warst du schon mal draußen in der Natur? Bist du schon mal einfach aus deinem Flur rausgekommen, Tobi? So. Oh, hallo? Ach, Gott sei Dank. Ich mach ganz kurz noch Tomaten. Erik. Ja? Was denn? Komm mal auf Dach auf. Okay, Tomaten laufen durch. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Der Typ, ey. So.
Bis zur nächsten Folge. Juhu, tschüss. Tschüss. Mach Idiot. Tschüssi. So, jetzt Tschüss. Ciao.